Hallo, heute soll es uns vorrangig um Audio gehen, um Audiobearbeitung, zum Beispiel dein Gesang bearbeiten. Was ist überhaupt Audio? Was sind Samples? Da geht es auch um Audiospuren. Wie generiere ich die und was mache ich denn mit dem Audiomaterial? Ja, als prinzipiell würde ich erstmal vorschlagen, generell kleine Einstellungen vorzunehmen. Es ist nichts Dramatisches, aber einfach, um dir zu zeigen, wie leicht man eigentlich mit Cubase auch mit Audiomaterial arbeiten kann möchtest zum Beispiel ein Sample einladen in Cubase, so als kleines Beispiel hast du hier diesen Reiter auf der rechten Seite Loops and Samples nimmst du Tech House, suchst dir zum Beispiel einen Clap, einen Beat oder eine Kickdrum raus, genau. Dann nimmst du einfach diese Kick und ziehst sie dir hier Moment, wir gehen natürlich an den Anfang, wir ziehen die Kick einfach mal hier rein, zack. So, da haben wir die Kick hier drin und die wollen wir uns einfach kopieren immer hier hinter und dann sehen wir hier hinten schon, ups. Die ist ja gar nicht genau angepasst an den Einvierteltakt, die geht ja nicht genau ein Viertel oder ein Achtel, sondern die geht irgendwas so dazwischen, ja? wenn du genau hinguckst. Die passt sich also nicht automatisch an. Es gibt auch, habe ich noch nicht gesehen, irgendwo einen Haken, wie es unter anderem bei anderen DRWs gibt, wo man sagen kann, am Anfang Audiomaterial soll sich immer an die Geschwindigkeit des Liedes anpassen. Das ist hier nicht, ist aber auch nicht dramatisch, denn dafür gibt es ja andere Dinge. Ich empfehle dir in Cubase 13 folgendes. Du hast ja hier oben deine Bearbeitungswerkzeuge. Ich arbeite immer mit dem Universalwerkzeug. Die anderen nehme ich fast nie. Also natürlich brauchst du irgendwann auch mal für irgendwelche besonderen Sachen. Der Stift, den könnte man eigentlich direkt bei mir rausnehmen. Es hat alles seine Berechtigungen. Also ich zeige dir mal meine Grundeinstellungen, mit denen ich effektiv und schnell hier in Cubase arbeiten kann, wenn es um Audio geht. Zuallererst habe ich ja hier oben diese Universalwerkzeuge. Und dann gehe ich auf den Pfeil und hier unten habe ich so ein ganz kleines... Dreieck, da klicke ich rein und dort sage ich Größenänderung, Time Stretch, klicke hinein und habe dann hier die Möglichkeit, wenn ich näher reinzoome, ich zoome mal genau rein. So, dann seht ihr das auch. Habe dann hier die Möglichkeit, das anzugreifen und puff, kann ich das hier auf die Größe einstretchen, wie ich will. Und schon passt es genau. Ihr seht es. Ja. Ich mache es wieder größer und jetzt kann ich es natürlich auch loopen, so oft ich will. Es wird auch passen. Ihr seht, jetzt ist es hundertprozentig drin. Das ist im Prinzip dieses automatische Timestretching, was ich hier mit dieser kleinen Uhr sehe, die über dem Pfeil drüber ist. Ja. Und da kann ich jedes Audiomaterial kann ich hier direkt anpassen. Ja, ob ich das jetzt nur eine Kick habe oder ich nehme jetzt ähm, eine High hat oder irgendwas anderes, einen Synth-Loop zum Beispiel, den ziehe ich mir einfach mal rein. So, der passt jetzt hier überhaupt nicht, wenn ich das richtig sehe. Da ja, ist ja krumm und schief. Dann schnappe ich mir den einfach und ziehe mir den dahin, wo ich ihn haben will. Auf 10, auf 9, wird wahrscheinlich 8 Takte lang sein. Und jetzt schauen wir uns den mal an, ob der, wir nehmen mal hier noch ein bisschen was mit, sodass wir hier auch noch ein bisschen... Beat dazu haben, ob das jetzt passt, das werden wir gleich sehen. Dann starten wir einfach mal. Hat wunderbar geklappt, denn hier haben wir 125, das Lied läuft aber in 120. Ja? ja, was können wir noch nehmen? Wir können jetzt hier noch Beats nehmen, die ja schon drin sind. Drum Lips zum Beispiel. Wir nehmen jetzt einfach mal den hier, den ziehen wir uns mit rein. Dann können wir hier unten natürlich greifen ja, und schieben den einfach mal hier vor, so dass der hier vorne ist. Das sieht man auch, der ist mitten zwischen 8 und 9, zwischen Takt 8 und 9 verliert er sich irgendwann, weil der natürlich ein 125er Tempo hat. Wir haben aber 120. Ohne irgendwas zu machen, greifen wir einfach mit der linken Maustaste, ziehen uns den auf die 9 und schon ist der genauso 100, auf die 120 angepasst und wird genauso funktionieren wie der andere. Das wäre der erste Schritt für Audio. Das wäre die erste Einstellung, die ich euch empfehlen würde. Macht die einfach, so habt ihr schneller die Möglichkeit, Audio anzupassen an eurer Geschwindigkeit. Ihr könnt natürlich auch mit linker Maus das hier reingehen und dann den Pfeil nach oben schieben. Da seid ihr bei 150. Ja? Und da seht ihr, Audio-Material passt sich nicht automatisch an. Ihr greift es euch einfach wieder ja, und äh, macht es. In dem Fall habt ihr ja hier die Kick, dann macht ihr einfach alles zusammen. Und schiebt euch das so ein bisschen rein, dann passt das hier auch wieder. Hier machen wir ja, hier haben wir ein Sample, also ein ganzes Stück, das schieben wir auch wieder hier rein. Wir wollen es ja bloß acht Takte haben. Es läuft ja schneller. das Gleiche machen wir hier und schon wird alles zusammen mit 150 Beats pro Minute laufen. Wunderbar, klappt einwandfrei. Das ist etwas, was ich immer machen werde. Ihr seht auch, bei mir haben die Audiospuren eine bestimmte Farbe. Das habe ich natürlich, wie ich euch schon mal gezeigt habe, in den Projekteinstellungen gemacht. Äh, Entschuldigung, das habe ich in den Programmeinstellungen gemacht, ja, und zwar in der Darstellung letztendlich der Programmoberfläche und natürlich auch in den Spurfarben und habe mir hier natürlich für Spurtyp Standortfarben bei Audio ein Rot reingesetzt. Wenn ich jetzt hier einen Klick reinmache, sage ich mal, könnte ich jetzt auch ein Hellblau nehmen. Das ist auch eine schöne, sehr 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 schöne Farbe, die schon fast ins Türkis geht. Das könnte ich jetzt auch machen. Dann werden die alle Türkis. Sieht auch schick aus. So weiß ich immer, aha, hier habe ich Audiomaterial. Ja, und so kann ich dann auch zum Beispiel mir eine eigene Spur machen im Audiomaterial, zum Beispiel jetzt mache ich mein Audio. Das ist ja immer, wenn ich mein Mikrofon anschließe an den Audioeingang, wie es hier der Fall ist. Mein Shure MV7 ist hier, liegt hier am Audioeingang an, ja, mit dem ich gerade spreche. Und das ist natürlich ein Mono-Signal, weil ein Mikrofon hat ja nur nimmt einen Mund auf, also ist es nur ein Signal. Also immer Mono, hat aber natürlich einen Stereoausgang, dass ich es über beide Ohren dann höre. Und hier schreibe ich einfach dann meine Sprache. So, und das heißt dann so und schon ist das auch die gleiche Farbe, denn es handelt sich ja hier um ein Audiosignal. Denn ich spreche rein, das ist Audio. Ich werde euch dann gleich noch erklären, kurz was Audio und MIDI, was da der Unterschied ist für den einen oder anderen, dass ihr das noch nicht versteht. Mir geht es erstmal nur um die Einstellung. Also die Farbe einstellen, sodass ihr auch das Audio auch eindeutig immer erkennen könnt. Und jetzt will ich euch noch was kleines Witziges zeigen, was ihr auch machen könnt, für den, der es noch nicht weiß. Ihr habt ja hier immer diese lustigen Bilderchen, also diese kleinen Vierecke so hier habt ihr und da könnt ihr doppelt reinklicken und könnt euch für das entsprechende Instrument zum Beispiel jetzt haben wir hier Gesang sage ich mal dann sucht ihr euch ja ein Mikrofon raus könnt ihr reinmachen ist ziemlich witzig könnt ihr das passt sich dann auch der Größe mit an noch witziger ist es, wenn ihr es einfach als Benutzer einstellt und ladet euch zum Beispiel euch selbst als Foto hinein. So könnt ihr nämlich auch immer gleich sehen, aha, hier liege ich an, hier liegt äh, der Steffen an, der Sänger von dort oder die Jana, die Sängerin, dann sehe ich das gleich über das Foto. Viel einfacher, viel schneller zu erkennen, als das nur über Farben zu definieren. Das ist eigentlich auch eine schöne Sache, dass ihr im Prinzip zu jedem Instrument könnt ihr euch quasi Bilder reinladen. Die könnt ihr dann einfach über euren Rechner. Äh, importieren sozusagen, drückt auf importieren und könnt euch dann aus dem Rechner äh, ganz normal eure Dateien heraussuchen und ladet die dann einfach da rein. Ja? Das ist schon alles. Das können auch eure Logo-Dateien sein, wenn ihr jetzt, sage ich mal, ein eigenes Logo habt, so wie ich zum Beispiel. Ich habe ja dieses Fadi von Finn Logo, das ziehe ich mir einfach rein, dann habe ich das auch, das könnte ich jetzt auch auswählen und sagen, okay, ich möchte hier mein Logo, dann habe ich das auch da. Ja? Das wäre natürlich auch möglich. Was auch noch wichtig ist, letztendlich bei der Audiobearbeitung oder beim Arbeiten mit Audiomaterial hier oben das richtige Raster einzustellen und die richtige Quantisierungsstufe mit den Quantisierungsschritten letztendlich, also wie ich letztendlich quantisieren möchte als Presets sozusagen, also ein Achtel, ein Sechzehntel, ein Viertel. Damit kann ich dann auch viel direkter und schneller schneiden und Quantisierung nehme ich deswegen einfach, weil ich da viel genauer schneiden kann. Denn wenn ich... Im Takt schneiden möchte, habe ich natürlich immer dieses Taktraster. Ihr seht, wenn ich jetzt hier drin bin, kann ich nur taktweise springen, ja, von Takt 6 zu 7 zu 8. Und das geht nicht vorne einzustellen. Gehe ich aber auf Quantisierung, dann kann ich hier im 16. Modus quasi schneiden und einstellen. Im schlimmsten Fall kann ich aber auch hier das Raster aufheben und kann schneiden, wo ich will, ohne Raster. Ich stelle mir immer ein, Raster, Quantisierung und ein Sechzehntel, ein Achtel. Damit kann ich relativ gut und äh, fein schneiden. Das reicht mir. Ganz wichtig ist natürlich auch für euch, dass ihr natürlich auch die richtige Eingangsquelle zum Beispiel für euer Mikrofon gewählt habt. ja. Dass ihr hier unter Routing natürlich findet, euer Mikrofon, was ihr ausgewählt habt. Ja. Ihr könnt ihr natürlich reinklicken und schaut, okay, mein äh, Mono-In 2, Mono-In 1... Das seht ihr ja hier. Das sind dann eure Mikrofone, die hier drin sind. Wisst ihr nicht mehr genau, welche das waren? ihr da könnt ihr hier oben auf Studio gehen, Audioverbindung oder geht eben über F4 und schaut dann hier bei den Eingängen nach und könnt hier nochmal schauen, was ihr alles für Eingänge bei euch angeschlossen habt. Ja? Und natürlich auch die Ausgänge. Das noch, sodass ihr auch hier den richtigen Anschluss habt, um reinsingen zu können oder mit der Gitarre aufzunehmen und so weiter. Das wäre jetzt auch ganz wichtig für euer Audiomaterial. Im Prinzip sind das so die gröbsten Einstellungen für eure Audiospur, euer Automaterial, wenn ihr damit effektiv arbeiten wollt. Ihr könnt natürlich ganz, ganz viele Sachen damit machen und ich weiß nicht, ob ich hier wirklich alles. Mitnehmen kann, um euch alle, jede, jedes Detail werde ich wahrscheinlich ja nicht erklären können, sondern einfach nur das, was grundsätzlich wichtig ist. Wenn man mit Audiomaterial arbeitet, dann sollten so die gröbsten und wichtigsten Schritte bekannt sein. Zum Beispiel Slicing, also das, Trennen, das Auftrennen eines Samples in viele verschiedene Parts, in gleich große Parts oder unterschiedlich große Parts. Ja, oder eben Pitch-Shifting und Time-Shifting, was ja im Audiobereich auch sehr wichtig ist. Also das Transponieren der Tonhöhe beim Pitch-Shifting ohne Verlust des Timings. Das heißt, ich transponiere vom C runter ins A, das Timing bleibt trotzdem das gleiche. Es klingt aber nicht mehr wie ein C, sondern wie ein A. Das ist das im Prinzip, was in Melodyne passiert oder eben auch hier in Cubase. Und ja, Time-Shifting habe ich euch ja gerade gezeigt, einfach dieses auf das Tempo angepasste Audiomaterial, zum Beispiel 120 Beats Per Minute, ich denke, damit kann jeder was anfangen, die Geschwindigkeit des Liedes, oder 80 Beats Per Minute, das kann ich dann darauf stauchen oder ziehen über das Time Shifting, ohne dass es dadurch unnatürlich klingt. So grob ist das erklärt. Was ist jetzt noch der Unterschied zwischen Audio und MIDI? Für mich persönlich ist das immer die einfachste Erklärung. Audio ist erstmal ein direktes Signal, so ähnlich wie bei analog und digital. Analog ist ja ein Signal, ein direktes Signal. Das heißt, ich drücke eine Taste und an dem, an dem äh, Instrument, wie ein Klavier, kommt ein Ton heraus durch einen Hammer, äh, über einen Filz, auf, ein, auf eine Seite. Das ist analog, ein direktes Signal. Ein digitales Signal ist ja immer, ich drücke auf eine Taste, es geht in einen Wandler, der Wandler berechnet das. Äh, zu einem Signal, was dem Ganzen klingen soll und äh, über verschiedene technische Wege, sage ich mal, kommt dann auch ein Klaviersound raus. Das heißt, es ist kein direktes Signal. Ich drücke keine Taste und der Hammer schlägt eine Seite an, sondern digital ist ja immer über mehrere Wege zum Ergebnis. Analog immer der direkte Weg. Und so sehe ich das auch bei Audio und bei MIDI. Audio ist das direkte Signal. Das heißt, ich spreche in meinem Mikro, mein Mikro zeichnet es auf. Ich habe meine Stimme in der DAW. Ich schlage die Gitarrenseite an und die Gitarrenseite wird aufgenommen übers Mikro und wird in die DAW geschrieben. Ja. Oder ich habe fertige Samples zum Beispiel als Audiomaterial und lade die oder ziehe die in meine DAW. Die wird direkt angespielt, einfach als Sample. Das muss nichts umgerechnet werden. Es ist einfach so als Wave-Datei in der DAW drin und kann direkt ausgelesen werden von der DAW. Wenn ich aber ein MIDI-Signal haben will, dann würde ein MIDI-Signal alleine überhaupt keinen Ton erzeugen, wenn man es ganz genau nimmt. Denn MIDI-Signale brauchen auch immer natürlich einen Tonerzeuger. Denn sie sind eigentlich nur reine Steuersignale. Ja? Das ist wie so eine Chipkarte im Prinzip, die ich in einen Computer stecke und der dann weiß, was er zu tun hat. So kann man sich das auch mit MIDI vorstellen. Je stärker ich auf eine Taste drücke, desto dynamischer wird dieses MIDI-Signal in der Computersprache dargestellt. Und genauso ist es, wenn ich weniger drauf drücke oder je länger ich drauf drücke und so weiter. Diese MIDI-Daten, was ich über die Tastatur spiele oder in der Automation verstelle. Ja, alles das triggert oder steuert einen Synthesizer an, der letztendlich den Sound beinhaltet, den ich hören will. Ja? Also ich kann nicht einfach eine Taste drücken und im Arpeggio MIDI, also ich habe jetzt ein MIDI Arpeggio und das MIDI Arpeggio erklingt. Nein, das MIDI Arpeggio sind bloß die Steuerdaten für einen Synthesizer, der dann erklingt. Das ist ein indirektes Signal. Ich weiß nicht, ob ich es ordentlich erklärt habe, so dass ihr es auch verstanden habt. So, das ist erstmal der Unterschied. Ja? Für mich persönlich, ich weiß nicht, ob man es besser erklären kann, wahrscheinlich schon, aber vielleicht hat der ein oder andere mich da schon verstanden, wie ich das meine. So, das ist der Unterschied natürlich zwischen Audio und MIDI. Uns geht es heute hauptsächlich um Audiosignale, also direkte Signale. Das, was ich gerade mache, ich spreche in die DAW oder in mein Programm, mit dem ich hier gerade das Video aufzeichne und ihr hört das auch direkt. Das ist, ohne dass ein Klangerzeuger dazwischen geschaltet sein muss. Ja, also natürlich habe ich aber trotzdem auch ein Audio-Interface natürlich am Computer dran, der natürlich mit AD und DA-Wandler arbeitet. Und natürlich auch das, was ich spreche, wieder umwandelt in digital, damit er es überhaupt reinschreiben kann. Das ist das andere. Wenn ich jetzt mit meinem Mikrofon direkt im Verstärker sprechen, habe ich trotzdem immer noch ein Audiosignal, nämlich ein direktes. Ja. Hier geht es allein nur um. Die Berechnung für die DAW, das heißt der Weg über mein Mikro in den Digitalwandler, der in meinem Audio-Interface sitzt, der muss nur sein, weil ich sonst keine Möglichkeit habe, in den Computer einzusprechen. Ja? Es geht nicht um das Signal an sich. Das Signal an sich ist immer direkt, wenn es Audio ist. Ja? Es wird direkt aufgezeichnet und direkt gehört. Okay, das erstmal nur dazu. Was kann ich hier alles tun in Cubase mit Audiomaterial? Wir wollen uns mal die einen Beispiele ranziehen und gucken uns einfach mal an, was ist denn so vorhanden schon da? Was können wir denn mit unserer Stimme machen? Was kann man überhaupt mit Audiomaterial im Großen und Ganzen machen? Wir wollen ja nicht so sehr ins Detail gehen. Das heißt zum Beispiel, ich spreche jetzt in meine DAW rein. Das heißt, ich schalte hier meine Spur scharf. Meine Abhörer, dass ich mich selber hören kann. Das brauche ich in dem Fall jetzt nicht. ja. Und ich spreche einfach mal rein, indem ich hier unten drauf drücke. Ich mache aber das Metronom aus. Spreche ich hier einfach rein und sage irgendwas. Hallo, hier ist Fadi von Finn Studio mit eurem Fadi von Finn in unserer Tutorial Serie Cubase 13. So, das, das war jetzt im Prinzip das äh, Reinsprechen letztendlich. Was kann man jetzt mit dem Signal machen, so wie es ist? Man kann es natürlich erstmal abhören. Schalte hier hinten aus und gehe mal nach hinten und höre ich mal rein. Hallo, hier ist Fadi von Finn Studio mit eurem Fadi von Finn in unserer Tutorial Serie Cubase 13. Gut, das Signal an sich ist erstmal ziemlich leise. Dann gibt es mehrere Möglichkeiten, das natürlich zu bearbeiten. Ja, wir gehen auf die Spur und können natürlich das Signal selber auch anklicken und machen hier einfach mal auf meine Sprache. Und haben jetzt hier Möglichkeiten, Spur-Presets einzutragen, wo auch schon die Sprache bearbeitet wird. Man könnte jetzt Effekte drauflegen und so weiter. Ich würde es immer erstmal normalisieren. Das heißt, ich bleibe hier drauf, habe das hier angeklickt und drücke F7. Dann habe ich die Möglichkeit über direkte Offline-Bearbeitung und kann hier Plugins und Prozesse eintragen. Das wäre das eine. Was man noch machen kann, ist, man kann mit Rechtsklick reinklicken und kann genauso Prozesse und Plugins hinzufügen, zum Beispiel eben ähm, Melodyne. Ne? Oder Erweiterungen hinzufügen als Melodyne. Also das wäre auch möglich. Oder ja, löschen, kopieren, Fades eintragen und so weiter. Verschieben und so weiter. Duplizieren, quantisieren. Auch das ist bei Audio möglich. Ja. Das heißt, wie habe ich das überhaupt gemacht, dass man hier bei mir mit dem Rechtsklick nicht diese Werkzeuge sieht, sondern einfach das hier, dass ich hier diese Prozesse und Plugins sehen kann. Das habt ihr natürlich auch in den Programmeinstellungen. Könnt ihr das finden unter Werkzeuge. Und da könnt ihr hier oben bei Werkzeugkasten mit Rechtsklick anzeigen, den Haken einfach rausnehmen. Und schon wird der euch nicht mehr angezeigt, wenn ihr in euer Sample hineinklickt mit der rechten Maustaste und könnt die quasi neu zuweisen, wenn ihr so will. Standardmäßig habt ihr dann eben diese Arbeitsbereiche, die ich euch gerade gezeigt habe, seht ihr dann. Ja? So, ansonsten könnt ihr hier natürlich noch die Farben verändern und so weiter. Das wollen wir jetzt nicht weiter begutachten. Ihr seht ja, ich habe die Farben schon ein bisschen bearbeitet. Also kann ich jetzt hier mit Rechtsklick. Bescheid sagen und sage, ich kann jetzt natürlich auch immer noch Werkzeuge auswählen oder über die Nummern könnte ich mir jetzt, sage ich mal, die Nummer 2 könnte ich mir jetzt das Werkzeug nehmen oder Nummer 3 zum Schneiden und so weiter. Ist aber alles völlig unsinnig. Ich bleibe immer bei der 1 und schneiden kann ich zum Beispiel auch, indem ich Alt drücke, gehe mit der Maus dahin, wo ich will und drücke einfach nur linke Maustaste und schon habe ich das ganze Ding geschnitten. Einfach nur Alt und linke Maustaste. Viel einfacher. Ja, als wir jetzt da ewig eine Schere zu suchen. Deswegen habe ich das hier auch rausgenommen. Gehen wir auf SDRGZ. Dann mache ich den ganzen Schritt rückgängig. So, was wir jetzt machen wollen, wir wollen erstmal gucken, dass wir hier über einen Prozess das Ganze normalisieren. So, das hat er schon im Hintergrund gemacht. Er hat das als Prozess auch hier in der ersten Bank eingetragen. Somit können wir hier im Prinzip auch nach verschiedenen Möglichkeiten normalisieren. Nach Spitzenpegel oder nach der sogenannten Loops-Lautheit. Das sind so diese Standardlautheiten, die in den Radiosendern oder bei Streaming-Plattformen verwendet werden. Und da könnt ihr eben auch die einstellen letztendlich. Nach denen. Ja, wenn ihr jetzt wisst, zum Beispiel bei, bei Spotify ist es halt minus 19 oder minus 23, dann könnt ihr es danach einstellen. Hallo, hier ist Fadi von Finn Studio mit eurem Fadi von Finn. In unserer Tutorial Serie Cubase 13. So, das wäre eine Möglichkeit, Audio zu bearbeiten, nämlich indem ich es normalisiere. Dann haben wir Fade-Ins, das heißt, wir können hier einfaden und wir können ausfaden. <laughs> Pitch-Shifting können wir machen, sodass wir das Ganze von der Stimme her verändern. Hallo, hier ist Fadi von Finn Studio mit eurem Fadi von Finn in unserer Tutorial Serie Cubase 13. Klingt an sich erstmal so ein bisschen männlicher. Ja. Können wir aber auch wieder rausnehmen. Wenn wir jetzt F7 drücken, haben wir ja den Prozess hier noch drin und können es natürlich auch, sagen wir mal, nur auf minus 2 machen. Ja. Und dieses Normalisieren nehmen wir mal noch weiter runter, weil es immer noch viel zu laut ist, viel zu übersteuert. Wir gehen hier mal auf 23. Ich glaube 23,1 ist es sogar. Schauen wir mal. Wir Gucken mal, <laughs> hallo. Hier ist Fadi von Finn Studio mit eurem Fadi von Finn in unserer Tutorial Serie Cubase 13. Ja, so kann man die Stimme eben auch ein bisschen bearbeiten, so dass die so ein bisschen anders klingt. Sag ich mal, ja? dieses Faden können wir rausnehmen. So, das wäre eben das Pitch-Shiften. Ihr könnt hier quasi in beide Richtungen Pitch-Shifting betreiben. Dann kann ich noch äh, resamplen, umkehren. Das heißt, das Ganze spricht dann rückwärts. Können wir auch mal reinhören. Also geht auch. Das können wir auch natürlich wieder zurück äh, machen. Ja. <laughs> Ansonsten habt ihr noch Time-Stretching, wie gesagt, da könnt ihr natürlich auch das Ganze nochmal Time-Stretchen. Aber das ist ja hier aufgrund unseres Bearbeitungswerkzeugs sowieso generell möglich, dass wir es einfach von der Zeit her stretchen, wie wir war lustig sind. Ja. Hier oben an der Welle seht ihr dann, dass das kein Originalsignal mehr ist, sondern dass es tatsächlich auch schon getimestretcht ist. Deswegen diese Wellenbewegung, die gestaucht oder gezogen ist. So seht ihr, aha, hier ist was passiert. Also könnt ihr hier auch mit Audiomaterial arbeiten. Ja, was könnt ihr zum Beispiel noch machen mit Audiomaterial? Ihr könnt entweder hier über Erweiterungen es an Melodyne schicken oder an den Spektrallayers. Ja. Oder wenn ihr dann jetzt hier das so umstellt wie ich, dann könnt ihr auch Plugins verwenden aus Drittanbieter, DAWs etc., mit denen ihr euer Audiomaterial Audio letztendlich bearbeitet über Echos, Delays und so weiter. Auch das ist natürlich selbstverständlich möglich. Sample. Das heißt, ihr könnt ja auch die Sample-Qualität verändern. Ja, das wäre auch möglich, sodass ihr jetzt aus einer 44,1 Kilohertz Sample quasi ein 48 KHz-Sample macht. Ja, so dass die Qualität besser wird. Habt ihr hier unten keine Erweiterung eingetragen, dann könnt ihr mit Doppelklick in den Sample-Editor gelangen. Hier an dieser Stelle möchte ich euch natürlich auch noch einen kleinen Tipp geben. Und zwar, wie könnt ihr das machen, dass wenn ihr doppelklickt in euer Sample, es direkt auf eurem zweiten Bildschirm als Sample-Editor erscheint und nicht erst hier unten dieses Bild erscheint, wenn ihr das zum Beispiel nicht wollt. Ihr könnt ja euren Bildschirm auch aufteilen auf zwei Bildschirme oder drei und da ist es möglich, den Sample-Editor komplett in groß quasi auf dem zweiten Bildschirm erscheinen zu lassen. und eigentlich in der Standorteinstellung ist er dann hier immer noch trotzdem drin. Das kann man natürlich rausnehmen, indem wir hier auf Bearbeiten gehen, auf Programmeinstellungen gehen, auf Editoren. Und hier können wir zum Beispiel sagen, äh, welchen Editor wir öffnen wollen und so weiter, wenn wir doppelklicken. Und hier können wir genau sagen, Doppelklick öffnet Editor in einem neuen Fenster, in einem Fenster. Oder Doppelklick öffnet Editor in der unteren Zone. Ja. So würde der, wenn ich das auf unsere Zone stelle, immer hier unten in der Zone erscheinen. Stelle ich ihn aber auf Öffnet in einem Fenster, erscheint er immer in meinem zweiten Bildschirm. Achtung, jetzt habe ich den nächsten Teil. Befehle zum Öffnen der Editoren, öffnen Editoren im Fenster. Das muss ich hier natürlich auch anhaken. Sonst lasse ich das nämlich zu, dass es hier den kleinen Editor und den großen im Fenster gibt. Das will ich nicht. Also ganz wichtig, hier nicht extra den Editor in der unteren Zone noch mit anhaken, sondern nur das Fenster. Ihr seht, hier passiert nichts. In meinem zweiten Bildschirm ist der Editor im vollen Umfang aufgegangen. Hier ist er weg. Obwohl ich ihn gerade geöffnet habe, ich kann euch hier so vorsichtig mal greifen wir mal und ziehen euch mal rüber, dass ihr seht, dass ich nicht geschwindelt habe. Hier ist er. Und dann schiebe ich mir wieder zurück. Und das öffnet im Prinzip dieser Doppel-Linksklick in das Sample und so könnt ihr wunderbar auch eure beiden bildschirme nutzen indem ihr in einem arbeitet und in dem anderen die übersicht behaltet wir haben natürlich hier auch andere möglichkeiten audio zu bearbeiten und zwar mit den sogenannten anfassern ihr seht hier im event oder objekt verschiedene kleine winkel und vierecke in den ecken des events und könnt hier diese natürlich greifen und damit zum Beispiel fade outs machen oder könnt ihr fade ins machen könnt ihr das ganze sample oder event an sich kürzen oder eben dann wie gesagt hier mit dieser automatischen time stretch funktion auch von der Zeit her time stretchen ja. habt ihr jetzt hier nicht diese time stretch funktion drin sondern nur Größenänderung des events normal Könnt ihr natürlich auch hier das Event einschränken und kürzen. Ja. Ich liebe aber lieber dann den anderen Modus, sondern dann könnt ihr das hier immer wieder anpassen. Dann habt ihr natürlich auch noch die Möglichkeit, hier oben über diesen Anfasser die Lautstärke zu erhöhen, sodass ihr es lauter hört. Aber Vorsicht, hier wird natürlich das ganze Event lauter gemacht, hat mit dem eigentlichen Normalisieren, wo ihr beim im Prinzip. Äh, bei dem Normalisieren nur die Spitzenpegel hochberechnet werden und nicht auch diese Pausen, die Stillen, dieses Hintergrundrauschen. Das wird hier natürlich alles mit einmal hochgeregelt. Hier wird einfach nur der Lautstärkeregler hochgedreht und nicht wirklich ein Normalisierungsprozess angestoßen. Das sind zwei unterschiedliche Sachen. Einfach nur, wenn ihr hier mal kurz die Lautstärke höher machen wollt, ist das hier auch möglich. Ich würde es in dem Fall aber immer versuchen richtig zu normalisieren um ein ordentliches Ergebnis zu bekommen. Natürlich kann man auch das Objekt schneiden, indem ich, wie gesagt habe, entweder die Alt-Taste drücke und dann an der entsprechenden Stelle einfach nur die linke Maustaste drücke, dann kann ich das Objekt zerschneiden, wie ich lustig bin, und habe dann hier zig verschiedene Teile, die ich dann hier einfach so wegnehmen kann, wie ich lustig bin, neu anordnen kann. Und so weiter, das ist ja fast wie ein Slicing, ja wo man im Prinzip einfach aus einem Rhythmus einen neuen Rhythmus macht, wenn man so will, und kann sich das dann auch äh, anhören oder einfach das, was jemand gesprochen hat, äh, auf den Kopf stellen, zum Beispiel. Hallo, Zum Beispiel. Das geht natürlich dann dementsprechend auch mit Beats. Wenn wir uns jetzt irgendwo einen kleinen Beat raussuchen würden, jetzt mal aus unserer Bibliothek, DanceFloor, techno Technohaus, egal was auch immer, nehmen wir jetzt einfach mal so einen Drumloop. Den ziehen wir uns hier einfach rein, machen den natürlich wieder auf 8 Takte, machen wir noch auf 8. So, den nehmen wir hier und schneiden uns den überall kurz ab, schmeißen den hinteren Teil mit Entfernen weg. So, dann können wir hier im Prinzip das Ganze slicen. Es gibt aber auch noch eine richtige Slicing-Funktion, die zeige ich euch gleich noch. Also, Slicen ist hier immer das Zerschneiden eines Audiomaterials oder Samples. So können wir das hier auch machen. Ich schneide das jetzt mal in vier große Te oder acht große Teile und nehme mir jetzt mal hier die vier weg und die einfach die vertauscht Das hört sich jetzt erstmal so an. Wir machen immer so einen kleinen Loop machen unten hier diesen Loop Bereich ein und hören mal ein und das machen wir hier als Solo. Natürlich müssen wir vom Start starten. So, dann kann ich hier im Prinzip ein Objekt nehmen, sagen wir mal das. Ich kann dem Objekt tatsächlich jetzt einen Prozess hinzufügen mit F7. Ich sage immer Objekt, Event wäre der richtige Begriff. Nur dass mich hier keiner falsch versteht, ich, das ist mir schon klar. Aber in vielen DRWs heißt es Objekt, okay. Man möge mich erschlagen, es tut mir leid. Mein Mund ist mir so gewachsen. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel, wenn ich jetzt nicht immer Event sage, sondern Objekt. So, was wir hier machen können, ist nämlich zum Beispiel das Ganze als Prozess rückwärts machen. Machen wir einfach eine neue Version draus und dann könnte man das zum Beispiel, ähm, sag ich mal, hier als zweiten Part einfügen. Wir machen das einfach hier rein als Rückwärtsversion, schieben den noch dahinter und machen davon mit Alt noch eine Kopie, Alt halten, linke Maustaste festhalten, nicht nur drücken, dann schneide ich nicht, sondern dann kopiere ich. Und jetzt können wir das im Prinzip noch mal anhören. Wie ihr gehört habt, sind hier auf jedes einzelne auch Effekte und Prozesse anwendbar. Das wäre eben auch möglich. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel ein audio frei nehmen, zum Beispiel hier diesen Break-Loop mit Spektrum mit 160 Beats prominent. Dann können wir natürlich mit dem ein bisschen arbeiten und sogar den ganzen Beat umschreiben im Prinzip, sodass er äh, quasi rhythmisch anders abläuft, sagen wir es mal so. Wie können wir das tun? Wir können einfach mal hier in Audio klicken, hier oben auf den Reiter und sagen zum Beispiel äh, Samplerspur erzeugen. Oder wir gehen, nachdem wir uns das genauso eingestellt haben, wie ich das gemacht habe, mit rechtsklick mit der Maus hier drauf und sagen hier sampler Spur erzeugen. Somit öffnet uns das Ganze hier den Sampler Controller, über den wir das ganze Audiofile wunderbar bearbeiten können. Im Sample Editor können wir das Sample an sich auch noch bearbeiten, einkürzen, normalisieren und Ähnliches. Äh, aber ich denke jetzt für die praktische Anwendung ist, nachdem wir hier ein Sample nehmen, was ja schon komplett äh, gemastert, gemischt und was nicht alles ist und auf CD gebannt sozusagen, denn es ist ja frei verkäuflich bei GhostHack äh, äh, da und schon in Top-Qualität, äh, brauche ich hier eigentlich nicht mehr viel zu machen. Ich nehme einfach diesen Breakbeat und zerschneide mir den, so wie ich lustig bin, deswegen gehe ich hier direkt auf den Sampler-Controller kann aber wie gesagt das ganze Material auch noch bearbeiten. Deswegen würde ich jetzt hier auf den Sample Editor nicht unbedingt eingehen, weil man schon etwas tun kann dort. Das kann auch jeder gern ausprobieren. Aber mir geht es halt hauptsächlich um die praktische Anwendung mit den Samples und dem Audiomaterial. Und da ist natürlich der Sample Controller oder Sampler Controller eine ganz andere Geschichte. Ja, der Simpler-Controller an sich kann hier in vier verschiedenen Bereichen benutzt werden. Letztendlich kann er einfach abgespielt werden. Er kann das Ganze slicen. Ihr könnt es synchronisieren nach der Originalgeschwindigkeit des Songs. Wenn ihr das an den Song anpassen wollt, dann könnt ihr es natürlich pitchen. Das heißt, in der Tonhöhe verändern und so weiter, dass das dann auch anders klingt. Ihr könnt es filtern letztendlich und habt natürlich auch immer, wenn ihr dieses Mod seht hier, habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, richtig über Anfasser hier was zu verändern und einzustellen. Wem das lieber ist, habt diese Anfasser natürlich auch in jedem Bereich, wo von diesen vier Arbeitsbereichen drin. Ja, das ist hier ein Verstärker, Filter, Pitch Shifting, letztendlich Tonhöhenkorrekturen. Und hier natürlich Slicing, wo man das hier einschalten kann und kann sagen, okay, wie es zerschnitten werden soll. Hier schalten wir das mal aus. Hier zeigt er uns schon an, wie er schneiden wird, anhand der Transienten. Wir können das letztendlich jetzt mal anhand eines Audiobeispiels vollziehen. Und zwar machen wir einfach eine kleine Sprachaufnahme. Wir richten uns hier eine kleine Audiospur ein, rechtsklicken natürlich in den Spurbereich. Dann welches Mikrofon, wie das heißt. In dem Fall bin ich das. Ja, Drücke Enter. Dann haben wir die Spur, die auch die richtige Farbe hat. Ihr seht auch schon den Pegel. Und wir sagen jetzt einfach mal ein, zwei Worte und stoppen das Ganze. Fatih von fin Studio. Fatih von FinStudio, wunderbar. So, damit können wir natürlich arbeiten. Selbstverständlich wollen wir das Ganze auch erstmal wieder normalisieren mit F7. Machen hier einen Prozess hinzu und sagen das Ganze normalisieren. Dann wird das auch dementsprechend nach meiner loops einstellung oder nach dem Spitzenpegel normalisiert. Das will ich nicht. Ich will es nach Loops, So wie ich es gemacht habe, war ein bisschen, ups, ein bisschen lauter. haben ja schon lieber. Aber natürlich auch wieder nicht übertrieben. Machen wir mal 20 Loops diesmal so. Okay, und dann schauen wir uns das jetzt an im Sample Editor. Wie habe ich es gemacht? Rechtsklick und dann sage ich einfach ähm, Spur erzeugen, ja und man kann das natürlich anhand des Threshold letztendlich einstellen, der sagt, ab welchem Pegel man im Prinzip schneidet, und genauso machen wir das im Prinzip ja auch hier. Wir können den hier verändern, also verringern, sodass er auch wirklich quasi nur schneidet, wenn wirklich ein sehr hoher Pegel kommt, oder eben wenn ich den hier dass er. Dann schon viel sensibler schneidet und auch diese Atmen und so weiter wegschneidet. Was jetzt hier zum Beispiel ist, wir haben ja hier vorne die ersten. Das sind ja nur reine Atmen. Hier kommt ja erst das erste Wort. Da ist ja auch so ein Atem dazwischen. Dass er da eben den auch schon schneidet. Deswegen kann man hier diesen Dezibel. Wert verringern würde ich sagen, also indem ich es nach oben einschränke, so dass er quasi ja, normale Wörter spricht, also ja, ungefähr bei minus 29,8 kann man sagen. Und so kann man das natürlich dann zurechtschneiden, wie man möchte, über diesen Threshold, über die Länge, letztendlich Fade-in, Fade-outs. Hier können wir natürlich das über den Modus festlegen, ob es aufgrund des Rasters oder aufgrund des Transienten wäre. Zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich habe ein Raster von, äh, ja ein Sechzehntel oder ja sagen wir mal ein Sechzehntel, dann möchte ich, dass der mir das von des Rasters macht. Dann teilt er das genau in das Raster ein. Ja, könnte man auch machen. Oder wir könnten beides machen. Raster ist sehr schön für rhythmische Sachen, zum Beispiel, jetzt wenn man einen Breakbeat hat und so weiter. Und so hat er das aufgeteilt. Wir möchten es jetzt einfach mal als Transient nehmen, weil ja, da hat er ja schon die Wörter mehr oder weniger erkannt und kann, können das jetzt letztendlich, das Ergebnis, natürlich noch beeinflussen, normalisieren und so weiter, das Tempo festlegen. Und da können wir natürlich auch noch Filter einfügen. Wir können das Ganze Pitch shiften oder auch den Filter letztendlich können wir auch hier, indem wir umstellen. Können wir das Ganze auch synchronisieren natürlich. Dann haben wir hier noch den Verstärker, über den wir natürlich hier auch den Envelope anfassen können im Prinzip und verstellen können, wie wir lustig sind, auch hier verschiedene Wellenformen nutzen können dafür. So, das wäre die eine Seite, das können wir auch jederzeit wieder zumachen und schicken uns das Ganze dann an ein Instrument, mit dem wir das weiter verarbeiten können, zum Beispiel der Groove Agent SE, den hat ja jeder. Und in dem müssten wir dann logischerweise auch unsere Slices finden. Und könnten uns dann unsere Vocal Jobs machen, zum Beispiel oder ähnliches. Ich mache mir jetzt hier so einen Bereich, in den ich mir jetzt so ein Beat rein ja Und in diesen Beat kann ich dann, mal jetzt hier doppelt reinklicken, so, da könnte man jetzt hier, na, na, machen wir hier mal so eine Achtelnote, sage ich mal, und zwei Bad, Sechzehntel, ja. Die Fünsch, die Fünsch, die du die du Du die Du zum Beispiel, also es ist jetzt einfach nur ein sinnloses Beispiel, ja. Ein sinnvolles natürlich, ein sinnvolles Beispiel. Und das ziehen wir uns jetzt mal einfach hier so als Schleife, sodass wir es als Beat hören kurz. Und ja, können das so natürlich dann bearbeiten, was wir gesprochen gesungen haben oder was auch immer, eigene vogel machen so zum Beispiel. Ja? find du da du da könnt ihr letztendlich auch äh, euch eigene Workhops basteln Eure, mit eurem Mund im Prinzip könnt ihr auch quasi Instrumente imitieren oder einfach so oder ähnliches machen. Und könnt das dann verschieden anordnen über, dieses, über diesen Sampler-Controller. Im Prinzip soll es das für Audio-Bearbeitung in diesem Video erstmal gewesen sein. Das ist, glaube ich, wieder lang genug. Ich glaube, wir sind fast bei 45 Minuten oder 40. Und da wollen wir erstmal. Äh, das Thema hier abhaken. Natürlich kann man hier noch tausend Minuten drüber reden und äh, jede Kleinigkeit erklären. Und da gibt es bestimmt auch ganz wichtige Dinge, die ich hier vergessen habe. Aber natürlich können wir auch nicht in jedes Detail gehen und das äh, dann äh, auseinanderklamüsern. Jeder muss natürlich auch sich ransetzen und mit seiner Zeit letztendlich und seinem Willen versuchen, etwas dazu zu lernen, sich mit dem Programm auseinanderzusetzen. Ich gebe euch hier nur die ersten Hinweise, was ihr machen könntet mit dem Audiomaterial. Was ihr letztendlich wirklich damit macht und ähm, wie weit ihr kommt, liegt ja immer an euch, wie ihr weiter lernt und das ganze ausprobiert. Der nächste Teil 8 kommt bestimmt, was dort Thema sein wird. Da lassen wir uns alle noch überraschen und ich wünsche euch auf jeden Fall noch ein restliches schönes Wochenende und vielen Dank natürlich wie immer für eure Zeit und eure Likes und eure Abos. Auf jeden Fall auch natürlich. Euer Fatih von Finn von Fatih von Finn Studio. Bis demnächst.